Herzlich willkommen hier bei Clash Gohan und heute haben wir mal ein paar Queen Walk Drachenfights am Start und wie ich mir das Ganze so vorstelle und wie ihr damit definitiv auch ein paar Dreier einfangen könnt. Also die Queen soll hier erstmal die Seite frei machen, die Base so schmal wie möglich machen für die Drachen und ihr seht schon die Plimp aufs Rathaus drauf, natürlich mit Yetis drinne und einem Wut und das Rathaus fällt hier ohne Probleme. Ist so eine Sache, wofür nimmt man eigentlich die Blimp? Da schauen wir dann gleich nochmal drauf. Nimmt man sie nur fürs Rathaus oder nimmt man sie eventuell auch für Compartments, wo Helden drinstehen, wo Infernos drinstehen, wo der Scattershot drinsteht oder. Das ist natürlich immer Layout-bedingt und ihr seht hier schon, habe ich die Heiler ziemlich spät gespielt, einfach nur weil wenig Schaden auf der Queen war und dass die Luftabwehr nicht meine Heiler rausnehmen. Denn ihr seht schon jetzt, gleich da rein ins In-Compartment rein mit einem Wut und einem Frost natürlich für den Scattershot und für den Royal Champion. Ganz wichtig, dass die Queen hier ohne Probleme durchkommt. Der King unten auf der Seite, der wird gespielt, der soll die Seite freimachen, den gegnerischen King rausnehmen. Nicht, dass die Drachen da viel zu lange Zeit brauchen. Der Frost auf den Inferno und auf den Scattershot, ach, das geht ja schon, sag ich, auf die Luftabwehr, dass die Drachen und die Loons hier ohne Probleme reinkommen und dann geht es durch in die Base hinten raus Richtung Adler. Die Queen spielt derzeit mit der Clanburg ein bisschen, ein paar Hexen, ein paar Lufteinheiten, also nichts Wildes, nichts Schlimmes. Super Luckys und Headhunter, das ist definitiv immer noch die Clanburg der Wahl. Da hat man richtig Probleme, wenn man nicht aufpasst. Und ihr seht schon, die Queen räumt da schön auf die Drachen auf der Seite auch mit dabei. Der Adler ist dann gleich weg und dann geht es darum, wo geht der Royal Champion rein? Der Royal Champion soll da rein und soll den Multi rausnehmen, weil der macht eigentlich mit am meisten Probleme. Jetzt habe ich noch einen Frostzauber für den Multi, den Feger und oder die Queen, je nachdem, was ihr da wollt. Natürlich Queen und Scattershot sind hier die erste Wahl, die man da treffen muss. Die Queen ist raus, die Drachen haben eigentlich ihre Arbeit perfekt gemacht. Der Scattershot wird vom Royal Champion rausgenommen. Die Queen läuft dann noch so ein bisschen auf der Seite rum, ihr seht, hat super Arbeit gemacht, hat die Drachen schön zusammengehalten. Die hätten natürlich ein bisschen mehr rausholen können, aber mit Queen und Scattershot und dem Adler, der da mehrfach drauf geschossen hat, da ist das natürlich richtig, richtig schwer. Aber hat hinten raus alles gepasst, die Queen jetzt noch gezündet, damit man alles schön aufräumen kann. Und dann hat man hier schon ganz easy 3 Sterne und wir schauen uns jetzt noch ein paar weitere Fights an und gucken, was man da alles so machen kann. Viel Spaß dabei. Die unterschiedlichsten Layouts kann man damit dreiern. Hier hatte ich eigentlich versucht, dass die Queen auf der rechten Seite nach unten läuft, der King dann die linke Seite freimacht und die Drachen schön in der Mitte durchgehen. Jetzt hat er auch einige Zeit gedauert, bis ich wusste, was ich mache. Aber auch hier steht das Rathaus wunderschön am Rand. Das heißt, die Yeti blimmt natürlich mit Wut und diesmal mit Frost, weil hier noch Truppen stehen, auf reingesendet, dass das Rathaus raus ist. Das ist das Wichtigste. Und wenn die Queen auch noch rausgeht, das wäre ein Traum. Schaut es euch an, das hat super funktioniert. Der Gift vom Rathaus nimmt dann leider alle Minions, Yeti-Mites raus, dass die da leider nichts mehr rausholen können. Und jetzt sollte die Queen eigentlich da schön reingehen. Ihr habt ein riesen Loch in die Base gemacht. Und was macht die Queen? Die macht natürlich das, was sie immer macht. Sie läuft in die andere Richtung. Ist ja logisch. Habe ich hier so ein bisschen die Bauhütte da oben verkannt. Hätte ich definitiv eher mit meinen Drachen und mit meinen Loons reingehen sollen. Hinten raus läuft das aber alles relativ gut aus. Ihr seht schon, die Drachen kommen jetzt rein Richtung Adler. Hier konnte ich auch mal einen Wut auf die Drachen, auf die Loons spielen, damit die da ein bisschen schneller reingehen, damit das einfach ein bisschen Power bekommt. Und dann läuft die Queen einmal außen rum. Und das ist dann im Endeffekt doch richtig gut gelungen, dass die Drachen da alles wegnehmen können. Und die Queen läuft halt außen rum, weil der King auch noch außen war. Den hätte ich definitiv eher spielen müssen, damit er eher in der Mitte ist, damit er eher beim Multi drin ist und da spiele ich auch noch den Royal Champion da rein, dass der Multi da schnell raus ist, dass der Feger da schnell rauskommt und er ist der erste Scattershot raus und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wann ist der zweite Scattershot raus und das ist wichtig. Hinten raus nehmen die Drachen auf der rechten Seite den Royal Champion raus, den Multi raus, den Feger natürlich. Ihr seht schon, in der Mitte ist jetzt da ein Riesenloch. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wann ist der Single unten raus und wann hat der Royal Champion mit seinen Skeletten endlich aufgehört zu spielen. Also das läuft richtig gut mit den Drachen, wenn man so ein paar kleinere Dinge berücksichtigt. Wie, dass die Queen die eine Seite freimacht, dass der King die andere Seite freimacht, dass der Weg der Drachen genau vorgelegt wurde. Und deswegen habe ich hier auch den Royal Champion gespielt, dass der da mit reinkommt, dass er da das Compartment
vom Scattershot raus nimmt, dass die Drache nach rechts Richtung Royal Champion, Richtung Multi ziehen können. Und das hat super funktioniert. Und da seht ihr schon, dann ist da hier der nächste Dreier perfekt. Das geht richtig gut. Also wirklich geile Taktik. Kann man sich definitiv auch mal anschauen. Ihr seht, viele, viele unterschiedliche Taktiken. Wie geht man jetzt hier vor, wenn das Rathaus so an der Ecke ist? Wenn man da von oben direkt kommt, dann hat man es mit der Queen richtig schwer. Muss alle Frostzauber, Wutzauber opfern, um hier irgendwas zu machen. Daher habe ich es eigentlich lieber, von der Seite reinzukommen, hier mit der Plimp Richtung Single Inferno. Der soll da eine Riesenlücke mit den Yetis machen und das funktioniert zu 99,9% immer richtig gut. Und schaut mal, er holt sogar noch eine Luftabwehr raus. Also was will man mehr? Jetzt kann man die Queen auf der Seite machen. Müsst aber definitiv warten, bis die Yetis raus sind. Wenn ihr die Heiler zu früh spielt, dann kann es sein, dass die Heiler einfach mal wegziehen. Das wäre eine Katastrophe. Ihr seht schon, die Clanburg macht da definitiv überhaupt nichts aus. Jetzt kann man sich den Giftzauber aufsparen, um eventuell noch die nächsten Truppen, die da aus der Clanburg rauskommen, wegzunehmen. Jetzt geht es richtig heavy auf die Queen. Hier mache ich erstmal einen Weg frei für die Queen. Die soll da eigentlich in die Mitte rein, soll da alles frei machen. Der King kommt dann gleich von oben in die Base, soll natürlich hier die restlichen Clanburg rausnehmen. Und wenn möglich die restlichen Helden, die da noch rumstehen. Ihr seht schon, der King ist dann gleich Geschichte. Der Adler, der Scattershot nimmt dann leider mein Einhorn raus. Aber so ist das manchmal so. Passiert das eigentlich sehr, sehr häufig. Und ihr seht, jetzt ist der King da drinne mit dem Gift. Jetzt noch einen Frost dazu, dass die Helden hier erstmal ganz kurz gefrostet sind, solange der King nichts machen kann. Und jetzt wird er gezündet und jetzt geht's ab auf die gegnerischen Helden. Die gegnerischen Helden werden rausgenommen. Und das Rathaus mit Scattershot, das heißt die Queen, der King, haben hier schon mit der Plimp zusammen eine richtig geile Arbeit geleistet. Jetzt geht es darum, wo spielt man jetzt die nächsten Truppen, damit das hier besser wird, damit das hier in den 3-Sterne-Fight wird. Ihr seht schon, dauert hier einen kleinen Moment. Jetzt kommt der Royal Champion noch von oben rein. Die Queen rechtzeitig zünden. Und ihr habt gesehen, die war nicht rechtzeitig gezündet. Da hatte ich leider etwas Pech, dass da noch eine Riesenbombe war, aber das ist auch immer so, wenn man die Queen zündet, kommt eine Riesenbombe. Ich weiß nicht warum, aber Supercell weiß das genau, wo man die Queen zündet. Und dann passiert immer dasselbe. Und jetzt gehen die Drachen da von rein direkt Richtung Single, Richtung Adler. Der Adler muss da so schnell wie möglich raus. Und der Royal Champion muss, wenn möglich, den Single Inferno rausnehmen. Ihr seht schon, ich habe auch so viele Frostzauber übrig. Die müssen da schnell gesetzt werden. Wie gesagt, wenn der Single und die Luftabwehr fällt, dann kann das hier definitiv ein 3-Sterne-Fight werden. Und ihr seht, das läuft richtig, richtig gut. Die Queen, wie gesagt, etwas erzünden und dann wird das hier definitiv ein Overkill. Passiert mal, dass man da ein bisschen zu spät zuckt. Ich hatte es gesehen, aber das ist dann halt manchmal so. Aber die Drachen und der Royal Champion, die haben das Ding hier definitiv gewuppt. Wie gesagt, richtig geile Taktiken. Schaut euch an, wie viele Drachen hier noch am Leben sind. Macht einfach Spaß. Und ihr seht, die Base, ich kann sie nicht mehr sehen. Immer und immer wieder kommt diese hässliche Base. Was will man da nur machen? Ich habe eigentlich schon alles versucht. Für mich ist das Beste, wenn man da von oben direkt drauf geht. Ihr seht schon, ich nutze auch ziemlich viele Truppen, damit die Queen da auch wirklich reingeht. Und die Loons waren definitiv gut angelegt, haben da richtig viel freigemacht. Drücken die Queen da schön in die Mitte. Hier hatte ich noch ein bisschen Angst, dass die Queen nach außen läuft. Deswegen der Mauerbrecher rein. Ich spiele da lieber mit Supermauerbrechern, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt geht es darum, kommt das Rathaus bis zu den Heilern? Wenn ja, dann wirklich immer ein Frostwett einsetzen. Das lohnt sich definitiv. Und jetzt geht es darum, wo gehen die Drachen rein? Deswegen spiele ich die Blimp von rechts auf den, Multi, auf die Queen. Die Queen sollte da ohne Probleme rausgenommen werden. Die Yetis machen da eine richtig große Lücke. Und jetzt kommt der King rein, der soll nach rechts laufen. Hätte ich ein bisschen weiter rechts setzen müssen. Das war nicht ganz gut, aber jetzt so funktioniert das richtig klasse. Und ihr seht schon, die Yetis haben da eine richtig starke Arbeit gemacht, haben da sogar noch eine Luftabwehr rausgeholt. Und jetzt geht es darum, die Queen am Leben zu halten mit dem Wut. Hatte ich wieder Glück mit der Riesenbombe, da muss man wirklich drauf achten. Und jetzt kommen hier die Super Luckys gegen die Drachen, die aber mit dem Warden geschützt werden. Das funktioniert also richtig klasse. Jetzt geht die Queen oben lang, die Drachen ziehen nach unten. So war eigentlich der Plan. Die Queen hätte eigentlich schon viel weiter drüben sein müssen, ist aber noch einmal außen rumgelaufen.
ist manchmal so, da muss man halt mit den Frostzaubern und den entsprechenden Zaubern, die man dabei hat, reagieren. Ich habe hier nur Frostzauber, Wutzauber dabei, dass der Queen Walk so lange wie möglich geht und dann natürlich, dass man mit den Frostzaubern etwas spielen kann, dass hier die Drachen geschützt werden. Ihr seht schon, die Drachen und der Royal Champion holen da den gegnerischen King raus, ja genau, und den Adler, das ist ganz wichtig. Oben die Queen holt den Royal Champion raus. Der Frost etwas spät, aber hat gereicht, um die Queen zu retten. Und jetzt geht's ab Richtung Scattershot. Der Scattershot muss da raus. Der Multi macht keine Probleme. Mit dem Bogey zusammen hat er überhaupt nichts zu sagen gegen die gegnerische Queen. Oder gegen unsere Queen. Also, das funktioniert richtig super. Wie gesagt, probiert die Taktik auch mal aus. Ihr seht schon, wie einfach man da durch die Basin kommt. Ja, ab und zu sind sehr wenige Drachen übrig, aber das liegt, glaube ich, noch daran, dass ich erst 2 Tage mit dieser Taktik kämpfe. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, was man hier alles reißen kann. Einen wollen wir uns dann noch anschauen, damit man mal sieht, was alles so möglich ist. Jetzt mal eine ganz andere Base, weg von diesen Boxbases, Ringbases und was es da nicht alles gibt. Wie gehen wir hier vor? Erstmal spulen wir ein bisschen vor, dass hier die Truppen rankommen. Jetzt geht es auch wieder dran. Die Queen muss irgendwo hin, die Drachen müssen irgendwo lang. Hier war mein Plan, die Queen Richtung Scattershot, Richtung Luftabwehr reinzubewegen. Ist natürlich ein bisschen haarig. Der Cleanup war nicht wirklich besonders toll. An der Truppenkombination muss man da eventuell noch ein bisschen arbeiten, dass das auch wirklich funktioniert. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, die Base so zu öffnen, dass die Queen da wirklich reinlaufen kann. Der King, der muss dann oben auf der rechten Seite ungefähr genau das gleiche machen, was die Queen macht. Wichtig ist, dass hier die Luftabwehr rausgeholt wird, dass sie reinläuft. Zum Scattershot, da kann ich beim King natürlich noch den Royal Champion dazusetzen. Man muss natürlich hier von unten kommen. Und warum muss man von unten kommen? Ganz einfach, weil die Feger beide nach links, nach rechts und in die Mitte nach oben zeigen. Also Richtung von 9 bis 12 Uhr ist alles mit den Fegern abgedeckt. Deswegen muss man einfach von unten reinkommen in die Base. Ganz, ganz wichtig. Und hinten raus hat man dann den Multi gegen sich, einen Single Inferno. Da muss man einfach aufpassen. Jetzt läuft die Queen auch noch phänomenal in die Mitte. Das war gehofft, dass das so funktioniert, dass sie das aber wirklich macht. War ich dann wirklich überrascht. So kann ich auch noch die gegnerische Queen rausnehmen. Kann mit der Queen Richtung Adler gehen. Kann die da rausnehmen. Und warum bin ich von links reingekommen? Weil links der zweite Multi steht. Schaut auf die rechte Seite. Da steht ein Single Inferno. Das ist wichtig. Sonst hat die Queen da keine Chance. Man muss sie viel zu früh opfern. Das wäre sehr schade. Und jetzt kommt die Plimp fürs Rathaus, um einfach die Drachen vor dem Gift zu schützen, was das Rathaus dann wegwirft. Und das ist wirklich richtig hart. Und jetzt muss natürlich hier kurzfristig der Adler gezündet werden. Da macht auch die Tornado-Falle nichts aus. Jetzt kommen hinten die Super-Luckys raus, die Hexen raus. Das heißt, da muss dann der Gift hin. Wut drauf und ab geht's. Leider hat der Tornado etwas die Blimp reduziert, dass sie nicht so schnell vor den Drachen ist. Das heißt, ein paar Drachen werden dann hier rausfallen. Das nächste Mal muss dann definitiv die Plimp wesentlich eher gespielt werden, aber dann wäre sie, glaube ich, auch gar nicht angekommen. Ihr seht schon, durch den Gift sind die Drachen alle weg. Das ist eine Katastrophe, aber meine Queen, mein Royal Champion sind so stark da mit dabei und können da alles aufräumen. Also, wie gesagt, die Taktik macht richtig Laune, macht auch richtig Spaß, ist für Queen Walk üben und für Luft Fights üben definitiv eine Möglichkeit. Lavaloon werden wir dann als nächstes mal probieren. Mal schauen, wie das funktioniert, ob das überhaupt geht, ob man damit überhaupt reihen kann. Besonders, wenn man ein Anfänger ist bei Lavaloon. Also das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für die ganzen neuen Abos und auch die, die noch kommen werden. Danke, danke, danke. Macht wirklich Spaß mit euch. Also wir sehen uns dann im nächsten Video.